verpacken. Hier noch Sticks drin. Dann nehmen wir hier mal die Kohle. Verpacken. Die werden allerdings nicht reichen. Von daher. So, so. Zack. Die Sticks hier rein. Jetzt haben wir erstmal genug Fackeln. Und es geht hier runter. Und dann auf zum alten Haus. Ich mag die Musik. Oh, schon zu Ende. Oder wir sind einfach aus dem Einzugsgebiet raus. Warum halte ich den Pfeil in der Hand? So, den Bogen nehmen, falls wir, naja, falls wir überrascht werden, wäre eher das Schwert sinnvoller. Und den Weg hier sollte ich vielleicht auch irgendwann mal ausleuchten. So, was macht die Zucht soweit? Kraxen noch, okay. Da, damit ich da schlachten kann. Dann geht es hinunter. Jetzt auch so langsam dunkel, da muss dann schon wieder die erste Fackel hin. So, und die Diamantenspitzhacke geht auch so langsam wieder zur Neige. Die hat mittlerweile auch schon ganz schön viel abgebaut. Da werde ich dann auch bald mal reparieren müssen. So, hier wird es jetzt auch langsam wieder dunkel. Wow, wir treffen hier genau auf die Schlucht. Das ist natürlich uncool. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo ich letztes Mal runtergegangen bin. Und hier hinten, genau, da hinten war der Wasserfall, mit dem ich runterkomme. Reinschwimmen. So. Und dann errichte ich hier die Mine, würde ich sagen. Würde ja Sinn machen. Das wäre dann auch wieder recht einfach, hier rauszukommen. Und hier eben, muss ich es immer eben besser durchsortieren alles. So. Das sollte ich vielleicht auch nochmal tauschen. Und dann tauschen wir noch das. So. Hier gibt es noch Erfahrungspunkte für Redstone. Und da habe ich hinter uns irgendwo ein Skelett gehört. Ist aber ziemlich egal, denn das wird hier eh nicht reinkommen. Und wenn doch, wird es das nicht lange überleben. So.
hier baue ich jetzt wieder diese Gänge. Und zwar fängt der erste hier an. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt nicht allzu schnell auf Lava stoße. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Dann wäre das ganze Gebuddel hier nämlich ziemlich sinnlos gewesen. So. Das hier ist wieder ein riesiges Kohlevorkommen. Hier ja öfter, aber irgendwie nicht in dieser Größe. Immer haben wir sonst so ein bisschen Kohle gehabt und jetzt ist hier wieder gleich jede Menge Kohle. Na gut. So, ich muss noch mal eben ganz kurz die Aufnahme unterbrechen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Eine ziemlich unterbrechungsreiche Aufnahme heute. Aber egal, es geht erstmal weiter. So. Rumti-pumti-tumti-rumti-pumti. Ich höre eine Spinne. Das ist irgendwie blöd, denn wenn uns gleich hier so eine Spinne anfällt, dann wäre das höchst uncool. Und da sind Diamanten. Und das gibt Erfahrungspunkte. Uiui, das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Und vor allen Dingen auch eine Menge Diamanten. Oh, 10 Diamanten und Level 26 ein Viertel. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, das Steak noch eben reingefuttert. So. Wird ein bisschen Licht gemacht hier. So. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder lange Zeit nichts mehr. Ach doch, da ist Redstone. Obwohl wir davon eigentlich schon jede Menge haben. Jetzt, weil hier gibt es immer irgendwie so ein paar Stellen, wo wirklich viele Mineralien sind. Und dann kommt irgendwie lange Zeit nichts mehr. Allerdings ist diese Mineralienstelle hier gerade recht groß. Und auch recht dunkel. So, das hätte ich wieder. Und da sind wir auch schon gleich wieder Level 27. Na gut, dauert mit Kohle noch ein bisschen länger. Da gibt es nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber doch, da sind wir Level 27 und da ist Kies. Mist. Ich mag Kies nicht. Es ist irgendwie... Liegt der nur im Weg rum und lässt sich schlecht abbauen. Na, hier geht's weiter. Ich hoffe mal, die Diamantenspitzhacke hält noch ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass uns von hinten irgendwas anfällt hier. Ich werde schon wieder paranoid. So, ich glaube, ich höre Lava irgendwo in der Nähe. Ich kann mich aber auch irren. Höhe geht es weiter, bei YouTube sah man wahrscheinlich schon wieder nichts mehr. Das ist irgendwie, ist YouTube nämlich in letzter Zeit ziemlich dunkel geworden. Oh, hier kommt jetzt aber Masse Mineralien. Das hat meine Theorie mit den
freien Feldern irgendwie ein bisschen widerlegt. Nun gut, YouTube ist ziemlich dunkel irgendwie. Da sieht man fast überhaupt nichts. Selbst ich habe meinen Bildschirm eigentlich auf super hell gestellt. Beziehungsweise das Spiel auf super hell gestellt. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist es trotzdem auf YouTube viel zu dunkel. Aber das macht nichts. Dann stelle ich einfach ein paar mehr Fackeln auf. So. Hier kommt jetzt wieder Dreck. Das ist nicht ganz so toll. Aber hier kommt Eisen. Das ist gut. So. Und es geht immer weiter gebuddelt. Müsste hier echt mal Lava auftauchen, weil dieser Gang ist schon ziemlich, ziemlich lang. Naja, wie dem auch sei. Irgendwie habe ich die ganze Zeit Angst, dass wirklich irgendwas von hinten kommt. Wir sind schon Level 27,5, sogar 27,75 schon fast. Und wir haben schon jede Menge Zeug eingesammelt. Wir haben schon 10 Diamanten gefunden. Und jede Menge Redstone und Eisen anscheinend. Ich höre die ganze Zeit irgendwo einen Creeper. Oder das ist meine Mutter, die mit einer Tüte rumraschelt. Das kann auch sein. Macht mich noch ganz paranoid, diese Frau. So, da die Spitzhacke sich jetzt langsam dem Ende neigt, begebe ich mich jetzt wieder nach oben. Diesen langen Gang entlang. Und ich hoffe, dass jetzt nichts von vorne ankommt und uns hier gleich tötet. Das wäre wieder höchst uncool. Denn wir sind fast Level 28. Nehmen wir eben den kleinen Wasserfahrstuhl hier. So. Ach so. Ah, okay. So. Und so. Zack, hier müsste jetzt eigentlich noch mal eine Fackel hin. Ging's da weiter? Oder hier? Da hinten, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, nicht runterfallen, uncool. Mist. Dann so. Und so. Nee, hier ging's nicht weiter. Oder? Ach doch, genau. Hier bin ich dann von hier, oder? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Könnte natürlich auch das wäre mal wieder fast schief gegangen. Glück gehabt, dass wir da im Wasser gelandet sind. Oh, das hat mir aber einen Schreck eingejagt, doch. Hilfe. So, hier hoch. Eigentlich wollte ich hier lang. Hier zurück. Genau, hier sind wir runtergekommen. So. Dann sind wir hier rüber. Und von da oben irgendwo gekommen. Genau, von hier hinten. So.
Oder war das in der letzten Folge? Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt gerade. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwann nochmal wieder rausfinde.